Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du den Dunkel- oder hellen Modus in Windows aktivierst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich am Desktop-Bereich und habe hier einen Ordner mit Dateien geöffnet. Wie du den Desktop-Hintergrund änderst, Ordner erstellst oder das Dateimanagement verwaltest, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was den Dunkelmodus oder den hellen Modus aktivieren eigentlich bedeutet. Wie wir hier schon sehen, ist hier auf meinem Rechner der helle Modus aktiviert. Das heißt nichts anderes, als dass das System helle Farben verwendet. Als Beispiel hier im Explorer ist der Explorer-Hintergrund weiß zu sehen. Im dunklen Modus ist das Ganze dunkel gehalten, das heißt mit dunkleren Farben wie beispielsweise schwarz oder anderen dunklen Farben. Die dunklen Farben sind im Büro meistens eingeschaltet, da es besser und verträglicher für die Augen ist. Gut, wie aktivierst du nun diesen oder gehst zurück auf den hellen Modus? Um dies zu tun, müssen wir in die Systemeinstellungen des Computers und hierzu gehen wir entweder hier links unten auf das Windows-Symbol und im Anschluss auf das Einstellungssymbol oder drücken auf der Tastatur Windows und I. Im Anschluss öffnet sich folgende Oberfläche und wir sehen nun hier System, Geräte und so weiter. In unserem Fall müssen wir hier auf die Personalisierung. Klicken wir darauf, so sehen wir hier dieses Menü und wenn wir hier links auf den Menüreiter Farben gehen, sehen wir, dass wir die Farbe auswählen können. Wir klicken nun einmal darauf und können nun einstellen, hell, dunkel oder benutzerdefiniert. Klicken wir auf Dunkel, so sehen wir nun schon, wie sich das Ganze verändert und nun der Hintergrund hier in dunklen Farben gezeigt wird. Dasselbe ist ebenfalls hier unten beim Windows-Symbol der Fall. Hast du nun einen dunklen Modus und möchtest du wieder zum hellen Modus zurück, so kannst du hier ganz einfach hell auswählen. Das heißt, zusammengefasst kannst du entscheiden, welchen Modus du am liebsten hast und kannst diesen hier in den Systemeinstellungen unter Farben immer wieder hin und her switchen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Windows-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den PC-Grundfunktionen-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema PC-Grundfunktionen. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg deinen PC-Grundfunktionen-Kurs-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.